Hallo ihr Lieben, heute ist Donnerstag, Feiertag, Tag der Deutschen Einheit und ich bin eigentlich unterwegs, ich bin unterwegs, ich drehe das Video vor. Ich dachte mir, auch wenn ich nicht da bin, ich stelle für euch ein Video rein. Vielleicht habt ihr ja Lust zuzuschauen. Es ist ein kleines Aufgebraucht-Video mit so ein paar Produktinfos. Es ist jetzt nicht irrsinnig viel, also nicht XXXL, sondern ich würde mal sagen, so ein aufgebraucht zwischen S und M, Small bis Medium. Ich habe hier alles so stehen, ich mache mal einfach so frei nach Schnauze. Ne? Ja, der war gut. Und zwar Balea Rasierschaum Tropic Papaya. Den habe ich den Sommer über benutzt, der war sehr gut. Ein angenehmer Geruch, tolles Ergebnis danach. Der hat mir sehr gut gefallen, ist für eine empfindliche Haut. Ja, mit dem Duft von Papaya und Pfirsich. Also der Duft war wirklich total sommerlich, frisch und es hat mir sehr gut gefallen. Ansprechendes Fläschchen ist ein gutes Produkt. Das würde ich mir wieder kaufen. Jetzt nicht unbedingt im Winter, aber nächstes Jahr im Sommer wieder. Weiterhin von Balea, das war ein Body Spray. Den Rest habe ich jetzt weggekippt. Das war dieses California Love. Das war okay. Wir hatten ja einen heißen Sommer so zwischendurch. Eine Limited Edition, sich einfach mal so aufzusprühen, um dieses Sommer, kalifornische Sommerfeeling zu haben, war in Ordnung. Naja, wie diese Sprays so sind, diese erfrischenden, ne, die haben wir ja alle irgendwie benutzt, höchstwahrscheinlich, aber nicht ins Gesicht, also das ist nichts fürs Gesicht, ne, das ist nur für den Körper so. Ja, riecht schön, das heißt, es roch sehr schön, ein angenehmer Duft, na so, süßlich, alles süßliche Gerüche. Das war auch ein süßlicher Geruch, Love Melon. Auch eine Limited Edition war das Melone Sommer Duschgel. Preislich, ihr kennt ja die Balea Preiskategorie, das ist alles sehr, sehr günstig und erstaunlich gut, hat mir sehr gut gefallen. Aber man muss den Melonenduft mögen. So, jetzt habe ich hier, da habe ich einmal Persil für, das Bunte steht hier noch, für Weißwäsche und Buntwäsche. Das waren diese komischen Discs, also die muss man nicht unbedingt haben. Ich hatte die damals 4 in einem Tiefenrein, ich hatte die gekauft, als sie im Angebot waren, als sie rauskamen. Die schmeißt man also in die Tonne rein, das heißt, man legt sie in die Tonne rein, das löst sich wohl auf, dieses Disc. Kann man machen, muss man nicht haben. Es ist nach wie vor die gleiche Persilqualität, aber man muss das nicht haben. Ich stehe nicht so auf flüssig. Haarwäsche wollte ich schon sagen. Na? Waschmittel. Ich mag das Pulver. Ich hatte viele Jahre flüssiges Waschpulver benutzt, aber ich bin umgestiegen vor 3 Jahren auf Pulver. Aber die Werbung hat mich eben auch angefixt. Haben sie alle, ob jetzt Ariel oder Persil, diese Disc. Also muss man nicht unbedingt haben. Sie sind okay, aber man muss sie jetzt nicht unbedingt zwingend haben. Also ich bleibe bei meinem Pulverchen. So, dann hier. Ich habe es extra mal aufgehoben. Emser Salz. Sag mal, was rieselt denn hier raus? Okay, Salz. Da sind 20 Päckchen drin, enthalten Nasenspülsalz. Ich hatte mal das Pendant gekauft von wem war denn das? Also aus der Drogerie, aus dem DM-Markt, was halb so teuer ist, aber es ist auch nur halb so gut. Ich bin wieder beim Original gelandet. Ich habe zwar 4 oder 5 Euro gespart, Nasenspülsalz aus der Drogerie, aber es hatte längst nicht diese abschwellende Wirkung, wie dieses Original Emser Salz hat. Und nun geht das ja wieder los mit der Schnupfenzeit und ich mache mir jeden Tag, egal ob ich Schnupfen habe oder nicht, alleine um diese Nasennebenhöhlen zu reinigen, eine Nasendusche. Das ist für mich, das gehört für mich dazu wie Zähneputzen. Das mache ich seit ungefähr, wartet mal, lasst mich mal nachrechnen, bestimmt über 20 Jahre, weil ich hatte als junge Frau so viel mit Nasennebenhöhlen zu kämpfen und habe dann Rotlicht gemacht und alle möglichen Kapseln gefressen und mit irgendwelchen ätherischen Ölen, was dann abschwellend wirken sollte. Es war ein Drama. Ich hatte so eine Birne, alles war zu. Und seit ich Nasenduschen mache, hat man mal, also 1-2 Mal im Jahr auch vielleicht einen kleinen Schnupfen, wenn es wirklich ganz arg ist. Aber es ist sehr befreiend, auch in dieser Pollenzeit. Es spült alles durch, auch wenn man Kopfschmerzen hat. Also eine Nasendusche, finde ich, gehört mit ins Pflegeprogramm. Also für mich auf jeden Fall. Ja, dann, hier, die habe ich mal aufgehoben, ist eigentlich Quatsch. Aber ich dachte mir, ich zeige euch die mal. Einmal Kräutertee, Eistee, Zitronengras und Kräuter. Die gibt es bei Alnatura.
schmecken super lecker. Also das ist, ist da Zucker drin. Bio-Qualität logischerweise, biologische Land, ist da Zucker drin. Ich muss mal schauen, ob da Zucker drin ist. Der hat mega geschmeckt. Teeaufguss, Süßholz, Agavendicksaft, also kein Zucker. Also ein gesunder Eistee. Weil manchmal hat man ja so Gelüste, ne? Und die beiden sind sehr, sehr lecker. Und haben keinen Industriezucker. Nicht mal Rohrzucker, sondern Agavendicksaft, der ja bekanntlich sehr süßungsstark ist. Dann brauche ich nichts weiter sagen, ne? Alle 4 bis 5 Wochen. Polycolor, dunkelblond, perfekte graue Abdeckung für den Ansatz. Man kann es für den ganzen Kopf nehmen. Ich nehme es immer nur für den Ansatz. Dunkelblonden Ansatz. Also ich nehme jetzt ansonsten dieses Sios, dieses Kupfer Washout. Das habe ich euch ja auch schon gezeigt. Also die halte ich alle 4 Wochen jetzt in die Kamera. Und viele haben sich auch schon nachgekauft und finden sie auch gut. Das ist auch so hier, Pekannüsse. Pekannüsse, die waren allerdings von Action. Die sind sehr gut, eine sehr gute Qualität. Pekannüsse, also Bio-Qualität, und die benutze ich. Die esse ich zum Frühstück. Die schmeiße ich mit in mein Granola-Müsli mit rein. Ob es karamellisiert oder nicht. Was auch sehr schön ist, wenn man so Pekannüsse karamellisiert und die auf den Salat so drauf macht. Sehr, sehr lecker. Dann habe ich hier, ich habe jetzt mal so die Badesession eingeleitet, weil ich besser schlafen möchte und manchmal haben so das Gefühl, aber oh, ich fröstel so ein bisschen, hoffentlich kriege ich nichts, und dann lege ich mich in die Badewanne und ich suchte ein Lavendelbad, weil ich eigentlich das blöd finde, immer sich die einzelnen Dinger zu kaufen, die kosten auch 1 Euro, und wenn du dir so eine ganze Flasche kaufst, also da bin ich noch auf der Suche nach einem richtig guten provinzialischen Lavendelbad. Ich muss mal bei L'Occitane gucken, also die haben auf jeden Fall ein Duschgel, wenn nicht, muss ich das Duschgel reinmachen. Also ich habe hier von Balea Badeperlen Tiefenentspannung mit Orchideen und Vanilleduft. Also das, boah, das ist sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Das kaufe ich mir nicht. Ich hatte mir 2 davon gekauft. Also da, also für mich war das zu aufgesetzt, zu chemisch, hat mir überhaupt nicht gepasst. Also ich habe es gemacht, aber wohingegen dieses Teil von Kneipp Badekristalle Träume der Provence Lavendel, sehr schön. Also danach habe ich auch ganz gut geschlafen. In Verbindung mit meinem Kappa-Tee, mit dem Lavendeltee, war das eine sehr gute Mischung. Ich habe zwar nicht durchgeschlafen, aber ich konnte dann wieder einschlafen. Also diese Badeperlen, aber das ist, wie gesagt, 1 Euro und eine Flasche wäre besser. Aber es gibt im Drogeriemarkt kein reines Lavendelbad. Gibt es nicht. Ich habe gefragt, haben sie nicht. Also das ist empfehlenswert von Kneipp. Weiterhin empfehlenswerte die Elmex Sensitive Professional, die Zahncreme für schmerzempfindliche Zähne, auch von Zahnärzten empfohlen. Die nehme ich immer in Abwechslung mit der Sensodyne. Aber nicht die Zahnaufhelle. Ich habe das letzte Mal daneben gegriffen, da habe ich diesen, mit diesem Zahnaufhelle. Es ist nicht so gut, da verfärben sich die Zähne im Endeffekt noch mehr. Also die ganz normale Sensitive Professional von Elmex. Dann habe ich jetzt hier einen Stift, der ist von Veleda, das war eine Lippenpflege, die ist jetzt runter, hält ewig lange. Wo gibt es das eigentlich zu kaufen, Veleda? Ich weiß es gar nicht mehr, wo ich das gekauft habe. Entweder in der Drogerie, nee, nicht in der Drogerie, im Reformhaus oder in der Apotheke, das kann sein. Das ist ein sehr schöner Stift gewesen, ich weiß gar nicht, ob der Sonnenschutzfaktor hatte. Hatte der Sonnenschutzfaktor, ist eigentlich auch egal. Pflegt und schützt. Also schon, nee, der hat keinen Sonnenschutz. Aber der war gut. Angenehm, pflegt und schützt. Jetzt geht das ja wieder los mit der kühleren Jahreszeit, dass die Lippen so ein bisschen rau werden. Sehr angenehm. Also dieser Veleda Lippenpflegestift. Das Teil musste ich jetzt leider entsorgen. Das ist eine sehr, sehr schöne Farbe von Essence. Hält auch nur 2 Tage, aber die ist zu dick. Die habe ich jetzt schon 3 Jahre, steht das Fläschchen rum. Und müsst ihr auch mal gucken, ob bei euren Nagellacken, wenn die so eingetrocknet sind. Man kann das zwar schütteln und es verbindet sich, aber das ist dann beim Auftragen so zäh.
und so dickflüssig. Also der ist nichts mehr. Aber es war eine sehr, sehr schöne Farbe. Dann habe ich hier, aha, hier, Schönheitsgeheimnisse, Duschgel, totes Meersalz. Wie gesagt, ich habe gesammelt, ne? Über mehrere Wochen. Man kann ja gar nicht so viel aufbrauchen. Ich hatte die immer so im Wechsel, ja. Das ist ein sehr für jeden Hauttyp erfrischend, wenn man das mag. Also totes Meersalz ist ein sehr angenehmes Duschgel. Schönheitsgeheimnisse von Balea. So, dann, was haben wir denn noch? Ja, das ist auch so ein Schätzchen hier aus meiner Make-up-Sammlung. Ist 3 Jahre alt jetzt, ist noch was drin, ist nicht aufgebraucht. Das war diese Luminizer Skin Foundation von Max Factor mit dieser Swirl-Technik, die so leicht goldig ist, hat eine ganz tolle Konsistenz, eine sehr schöne Verpackung, sehr hygienisch und das war golden beige. Ich habe die wirklich sehr, sehr gerne gemocht, aber dadurch durch YouTube habe ich immer wieder andere Foundations ausprobiert, dann ist die so ein bisschen in Vergessenheit geraten und jetzt wollte ich wieder mal ein Make-up, so ein Drogerie-Make-up damit schminken und gebe mir das auf die Hand und denke, riecht nicht mehr so gut. Die kann man auch nicht schütteln. Also die ist jetzt gekippt und das gebe ich mir nicht mehr auf die Haut und das solltet ihr auch nicht tun. Wenn das ein bisschen merkwürdig riecht, nicht so wie ihr es gewohnt seid, dann tut es einfach weg. Dann Hydrofugal Classic. Da gibt es ja auch verschiedene, glaube ich, 3 verschiedene Sorten. Das ist jetzt der klassische Duft. Dieses Spray gebe ich manchmal, wenn ich merke, oh, heute wird ein anstrengender Tag oder ich fahre Fahrrad, dann gebe ich das über meine Deo-Creme, meine selbstgemachte nochmal drüber. Drüber, so ein bisschen, so zack, zack. Sehr zu empfehlen. Ist auf jeden Fall, hält's, was es verspricht, man riecht nicht. Ne? Dezenter Duft, also gegen Achselgeruch und also gegen Nässe und Achselgeruch. Es ist so leicht pudrig, kommt das raus, ja. Ein bisschen weiß, müsst ihr dann aufpassen, wenn man was Schwarzes anzieht. Dann dieser tolle Classic Clean Augen-Make-up-Entferner von Dalton, ein Zwei-Phasen-Produkt. Ja, das ist jetzt leider auch alle. Das ist sehr, sehr pflegend für die Augen, dieses Produkt. Und zwar ist darin enthalten, lasst mich nachschauen, ich weiß es nämlich nicht mehr ganz genau, was da drin war. Also vor Gebrauch, also muss man das schütteln, was ist denn da drin gewesen? Irgendwie Kamille. Kamillenextrakt und Calendula, genau. Und Urea. Urea beruhigt und Kamille und Calendula. Ein ganz toller, kostet um die 10 Euro. Ist jetzt nicht ganz günstig, aber für die Augen, bevor man da ewig lange rumprobiert, es ist ein sehr empfehlenswerter Augen-Make-up-Entferner. Ein Zwei-Phasen-Produkt für normale Wimperntusche und auch für wasserfeste Wimperntusche. Dann habe ich noch was von Dalton hier. Das war die Hydro-Lift Bio-Zellulose-Maske. Ein tolles geglättetes Erscheinungsbild. Also man hat einen schönen, jugendlich frischen, gut durchbluteten Teint danach. Es ist praktisch so ein Soforteffekt, wenn man diese Maske, die kostet, glaube ich, 12 Euro. Das ist eben so ein Zusammenspiel aus Zellulose-Extrakt und kurz- und langkettiger Hyaluronsäure und diesem Plankton-Extrakt. Das ist wirklich eine mega tolle Maske, eine Tuchmaske, Biozellulose. Und ja, ich habe es jetzt mal aufgehoben, zeige es euch mal. Wenn ihr euch was Gutes gönnen wollt und vielleicht es nicht schafft, zur Kosmetikerin zu gehen, schönes Gesicht reinigen, Peeling machen und so eine Maske drauf und ihr habt danach einen Ton, der ist einfach nur lovely. So, und jetzt nochmal zu den Haaren. La Biostetik, ein Shampoo ist das. Das hält ein halbes Jahr. Kostet 29 Euro, glaube ich. Es hört sich erstmal so erschreckend an, der Preis. Es ist ein Anti-Age-Shampoo, also für altes Haar. Und ich meine, ich bin 57, also ist das Haar auch alt, auch wenn es nachwächst und geschnitten wird. Ja, ich weiß auch nicht, was da drin ist. Es ist ein Anti-Aging-Shampoo für feines Haar, genau. Also jetzt nicht Frauen eben mit ganz tollem Haar, für feines Haar. Das ist ein Konzentrat, man braucht relativ wenig, gibt das auf die Kopfhaut auf, schamponiert das auf und lässt das so ein paar Sekunden einwirken, vielleicht 10 Sekunden. Und man muss jetzt nicht die Spitzen auch rubbeln, ne? Und in die Längen und Spitzen gehen. Es reicht, wenn ihr
das Shampoo auf die Kopfhaut aufgibt und das, die Kopfhaut schön schamponiert. Und es reicht wirklich aus beim Ausspülen, die langen Haare. Dieses Wasser läuft ja dann praktisch, wenn ihr über Kopf euch die Haare wascht, was nicht so günstig ist, weil das eine unnatürliche Form für die Haare ist. Es ist immer besser im Stehen unter der Dusche sich die Haare zu waschen, wenn es einfach dann darüber fließt, dieser Schaum mit dem Wasser in Verbindung. Das reicht völlig aus für die Reinigung der Längen und Spitzen. Also schonend mit älterem Haar umgehen. Und wie gesagt, der Preis schreckt erstmal ab, aber ein halbes Jahr, Leute, ein halbes Jahr. Und ich wasche mir die nicht einmal die Woche, die Haare. Ich wasche mir die dreimal die Woche, die Haare, ja. Ist sehr zu empfehlen. La Biosthetik-Liebhaberin oder Freundin kennen denn vielleicht die Produkte. Es gibt ja auch ganze Friseurketten von denen. Also die haben wirklich ganz tolle Produkte. Die haben auch Hautpflegeprodukte und auch dekorative Kosmetik. Da habe ich mich jetzt noch nicht rangewagt. Ich bin immer nur bei den Haarpflegesachen hängen geblieben und kaufe mir das. Man kann das im Internet bestellen, aber ich kaufe es mir eigentlich immer beim Friseur. Im Internet, das dauert mit. Nee, also gibt es jetzt nicht bei Amazon. Man muss dann speziell bei La Biosthetik im Onlineshop kann man sich die Sachen bestellen. Oder ihr findet einen Friseurhandel. Also Ladies, die jetzt vielleicht feines, strapaziertes, atrophisches Haar haben, warum nicht? Wir nehmen ja auch Anti-Aging fürs Gesicht und ist eigentlich ziemlich logisch, dass es dann auch ein Shampoo Anti-Aging gibt. Ich wundere mich sowieso, dass der Drogeriemarkt, also diese ganzen Ketten, die die Drogeriemärkte beliefern, dass die noch nicht auf den Trichter gekommen sind, ein Anti-Aging-Shampoo zu machen. Oder vielleicht gibt es das auch schon und ich weiß es nicht. Wenn es so sein sollte, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das schreibt. Vielleicht wisst ihr ja mehr. Ich meine, jeder weiß immer irgendwas und jeder kann nicht alles wissen. Deshalb sind wir ja hier und tauschen uns aus und lernen voneinander. Ihr Süßen, ich wünsche euch einen tollen Tag, entspannt. Es ist Tag der Deutschen Einheit, wie gesagt, ein denkwürdiger Tag. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich konnte euch ein bisschen ablenken, während ihr vielleicht einen Kaffee getrunken habt oder so umdödelt. Ich wünsche euch das Beste, seid besonders gut zu euch und bis ganz bald, wenn ihr mögt. Tschüss!